Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir das Gäste-WLAN auf unserem Router aktivieren können. Das ist in meinem Fall hier eine Fritzbox. Aber vor allem will ich euch da etwas sensibilisieren, vielleicht beziehungsweise warum das eigentlich wirklich wichtig ist, diese Funktion auch zu nutzen. Ja, diese Option. Das ist eine Option, die die meisten Router bieten eigentlich. Und die wir aber ja auch unbedingt nutzen sollten, vor allem ja dann, wenn wir viele Freunde oder oft Gäste haben halt, die vielleicht nach der Begrüßung direkt nach dem WLAN-Passwort fragen. Ja, meistens wird das Passwort auch genannt, ohne groß darüber nachzudenken, ja, dass das eigentlich ein Sicherheitsrisiko für unser Netzwerk sein kann. Ja, das Smartphone oder Laptop unseres Freundes oder Bekanntes kann ja mit irgendeinem Malware infiziert sein oder er kann das vielleicht versehentlich irgendwie herunterladen, und viele dieser Malware-Komponenten, die ja verbreiten sich selbstständig über das Netzwerk. Ja, also das wird versucht, quasi alles, was im Netzwerk erreichbar ist, zu infizieren. Dementsprechend kann das sehr gefährlich werden, ja, für unsere Geräte, auch für unser Netzwerk. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir ja ein Gäste-WLAN einrichten, der auch von unseren Freunden, Gästen genutzt wird. Zumal das wirklich sehr schnell und einfach geht. Ja, wir melden uns hier unsere Fritzbox, in meinem Fall unsere Router, an, und hier irgendwo unter WLAN einfach draufklicken, hier auf der linken Seite, und hier ist es schon Gastzugang. Ja, und hier können wir anhand weniger Klicks unseren Gastzugang hier einrichten, einfach hier aktivieren, hier einen beliebigen Namen vergeben, hier ein Passwort WPA2 hier eingeben, und hier haben wir noch ein paar Optionen. Hier haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel ja, dass wir über eine E-Mail bekommen, ja, wenn sich da einer an- oder abmeldet. Wir können die Internetverbindung einschränken, hier nur für Surfen und Mail. Hier, wenn wir das aktivieren, dann wäre beispielsweise hier YouTube nicht möglich, hier also Videos zu schauen auf YouTube. Hier haben wir nochmal, aber gut, das ist jetzt bei jedem Router ein bisschen anders. Hier, wir müssen uns da hier ein bisschen durchklicken, sind ein paar Klicks. Und hier haben wir die Möglichkeit, auf eine bestimmte Seite weiterzuleiten, nachdem er sich mit unseren ja, Nutzungsbedingungen einverstanden erklärt hat. Einfach mit übernehmen hier, und okay, ich habe jetzt kein Passwort hier, ich lasse das mal jetzt unverschlüsselt, zack. Und schon haben unsere Gäste die Möglichkeit, ja, im Internet zu surfen. Also auf das Internet zuzugreifen, aber nicht auf unserem Geräte, ja, in unserem Netzwerk. Und somit sind unsere Geräte natürlich etwas sicherer. Allerdings, ja, vielleicht am Rande nochmal der Hinweis, das gilt natürlich auch für ja, IoT-Geräte, ja, wie Kaffeemaschine, Kühlschrank, weiß ich nicht, über Waschmaschine bis hin zu Glühbirne, ja, dafür sollten wir auch ein Gäste oder auf jeden Fall einen eigenen separaten Netz einrichten, ja, damit diese Geräte isoliert von unserem Heimnetzwerk sind, auf jeden Fall, ja. Der Grund hier ist ganz einfach, dass solche smarte Geräte auch sehr gerne gehackt werden, ja, zumal wir da keine Sicherheits- oder Firmware-Updates machen können, jedenfalls nicht so einfach. Ja, und bei vielen Geräten reicht es einfach, das Standardpasswort ja zu kennen, und schon kann man da sich Zugang verschaffen, ja, quasi durch die vordere Tür. Man muss also nicht mal irgendwelche ja, Sicherheitsvorkehrungen umgehen, großartig. Das mag bei einer Glühbirne vielleicht nicht so dramatisch sein, allerdings kann ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine schon mal Teil eines Bootnetzes werden, ja, oder der Smartfernseher oder Kühlschrank Spam-E-Mails verschicken, ja, das geht alles.
Und ja, deswegen ist das wirklich wichtig, dass diese Geräte von unserem Hauptnetz getrennt sind, damit nicht auch noch unserem ja, PC und Laptops vielleicht in Zombies verwandelt können oder werden. Ja, denn dann hätten wir auf jeden Fall ein viel größeres Problem. Also im Prinzip immer daran denken, dass eine Kette so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Ja, und diese smarte Geräte, die sind ziemlich einfach zu knacken, zu haken. Ja, daher immer daran denken, ein getrenntes Netz einzurichten dafür. Genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.